Hey Leute und willkommen zurück zu Lost Horizon. Lost Horizon! Wie ich gerade einfach mal enigmatisch sagen wollte und festgestellt habe, nein. Haben wir uns vorhin zu krass drüber unterhalten. Genau, genau. Ja, also wir geben zu, wir haben nachgesehen, weil wir ja das letzte Mal doch ziemlich planlos waren. Und ja, ich selbst wäre da nie im Leben drauf Agali-Code gekommen. Nicht ich wäre nie da drauf gekommen. Wir müssen den Lederriemen nämlich in die Pfütze tunken. Gut, ich mach den Riemen mal nass. Das klingt falsch. Brr, ist das kalt. Oh, kaum nehme ich den Riemen aus dem Wasser, gefriert er schon. Juhu, jetzt haben wir eine gefrorene Lederstange. 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 Nein, danke. Nein, das wollte ich gar nicht, ich wollte zur Absturzstelle. Möchtest du mal meine Lederstange schlecken? Genau. So, damit holen wir uns jetzt hier eine Ruckesacke. Das könnte klappen. Mit einem Ruck. Bumm. Dann befestigen wir den am Cockpit. Korrekt. Ich leg den Fallschirm hier ab und binde die Tragegurte fest ans Cockpit. Ja, ja, tu das, Fenton, tu das. Wunderbar. Und jetzt zünden wir alles mit Räucherstäbchen an. Genau, nein, mit Agali-Code. Oh ja. Dann zieh ich mal die Reißleine. Und zack. Ui. Tschö, Cockpit. Teufel. Hast du das gesehen, Kim? Geschafft. Toll. Ich bring dich trotzdem um. Später. Jetzt holen wir dich erstmal aus dem Wrack raus. Aufgetaut? Du hast fast 4 Stunden geschlafen. Mir ist immer noch schrecklich kalt. Beweg dich, dann wird's besser. Und solange das Feuer brennt, erfrieren wir auch nicht. Beruhigend. Was hast du jetzt vor? Irgendwelche Pläne? Wir werden die Nacht hier verbringen müssen. Es wird bald dunkel. Die ganze Nacht? Bei der Kälte? Wunderbar, das wollte ich doch schon immer mal machen. Warum sollte ich gleich noch mal aus Hongkong verschwinden? Was sagtest du, damit ich in Sicherheit bin? Ja, genau, ich erinnere mich, das waren deine Worte. Komm mit mir, sonst werden dich die Triaden in Hongkong umbringen. Kim... Bei mir bist du sicher. Ja, der tolle Fenton Paddock hat immer alles unter Kontrolle. Kim. Na klar. Wir überleben mit Ach und Krach eine halsbrecherische Verfolgungsjagd und einen Flugzeugabsturz, nur um irgendwo mitten im Himalaya zu erfrieren? Kim, jetzt halt mal kurz die Klappe und hör mir zu. Während du geschlafen hast, habe ich mir die Unterlagen deines Onkels angeschaut. Und? Er war 1922 hier in der Gegend mit einem Forscher namens Arthur Hayes unterwegs. Sagt dir der Name was? Ja, Onkel Wang erzählte mir oft von dieser Expedition. Professor Hayes hat ihn damals als Kartografen auf seine Himalaya-Expedition mitgenommen. Jedenfalls ist mir etwas Merkwürdiges aufgefallen. Das meiste ist in traditionellem Chinesisch verfasst, aber manche Abschnitte hat dein Onkel in einer mir völlig unbekannten Schrift geschrieben. Nach dem, was ich lesen konnte, waren er und Hayes auf der Suche nach einem Kloster, das sie hier in der Gegend vermuteten. Weißt du, was das bedeutet? Dass du nicht alle Schriften kennst? Mal ernsthaft. Falls es hier in der Gegend tatsächlich ein Kloster gibt, wäre das unsere Chance auf Rettung. Ja, du hast recht. Manchmal hat mein Onkel sehr vertrauliche Dinge in einer nur ihm und mir bekannten Geheimschrift verfasst. Zeig die Unterlagen doch mal her. Hier, kannst du was davon entziffern? Nun, hier steht, dass mein Onkel und Professor Hayes eines Tages in einer Höhle Schutz vor einem heraufziehenden Sturm gesucht haben. Was für ein Zufall. Wir waren überglücklich, rechtzeitig einen Zufluchtsort gefunden zu haben. Als wir etwas tiefer in die Höhle vordrangen, merkten wir, dass wir nicht die einzigen waren, die diesen Ort als Obdach nutzten. Im Schein unserer Fackeln erkannten wir einen Mann, der an der Felswand lehnte. Hayes sprach ihn an, aber der Unbekannte rührte sich nicht. Also berührten wir ihn und stellten fest, was wir schon vermutet hatten. Der Mann war tot. Er war steif gefroren und möglicherweise schon längere Zeit hier. Der Mann trug die Gewänder eines Mönchs und war vielleicht während einer Pilgerreise von einem Schwächeanfall heimgesucht worden. Der sieht doch nicht mehr ganz so gesund aus. Mich auf etwas aufmerksam. Mhm. Neben der Leiche des Mönchs befanden sich Reste eines Pergaments, das zunächst zerrissen und dann entzündet worden war. Möglich, dass der Mönch versucht hatte, mit letzter Kraft ein wärmendes Feuer zu entfachen. Bei näherer Betrachtung der verbrannten Pergamentreste stellte sich heraus, dass es eine Karte war. Hayes erkannte anhand einiger Fixpunkte, dass es sich um die Darstellung unserer Umgebung handelte.
Die Texte, die man auf der Karte noch erkennen konnte, waren in einer uralten Schrift verfasst, die Hayes nur bruchstückhaft übersetzen konnte. Als der Professor seine Augen über die Karte wandern ließ, stockte zunächst sein Atem, um danach vielfach beschleunigt wiederzukehren. Seine zittrigen Finger fuhren über ein Wort: Kemballon. Hayes, der in Vorbereitung auf seine Expedition alle zugänglichen Quellen studiert hatte, erklärte mir, dass sich viele Legenden um ein Tal mit diesem Namen ranken. Es soll dort ein uraltes Kloster geben, zu dem aber kein Außenstehender je vorgedrungen sei. Die Mönche aus dem Kemballung-Tal sollen nach den Legenden ein uraltes und sehr mächtiges Geheimnis hüten. Womöglich war uns ein Schlüssel zu diesem versteckt gelegenen Tal in die Hände gefallen und Hayes wurde sehr aufgeregt bei dem Gedanken, was das für ihn, den Tibet-Forscher, bedeuten konnte. In diesem Moment schaute ich mir den toten Mönch wieder genauer an. War das vielleicht einer dieser zurückgezogen lebenden Mönche? Wo wollte er hin? Oder war er vielleicht wieder auf dem Weg zurück und hat das letzte Stück nicht mehr geschafft? Mein Blick fiel auf seine Hände und ich bemerkte, dass die Finger seiner linken Hand etwas umschlossen hielten. Hayes bemerkte es auch und öffnete die verkrampften Finger des Mönchs recht unsanft. Hayes nahm den Gegenstand an sich und hielt ihn ins Licht meiner Fackel. Es handelte sich um einen Stein, der die Form eines Drachenauges hatte. In der Mitte befand sich ein großer grüner Edelstein, in dem sich das Licht brach und auf wundersame Weise an die Wände geworfen wurde. Hayes steckte den Stein ein. Er muss meinen Blick wohl bemerkt haben, denn er rechtfertigte sich dafür. Der Stein wäre besser bei einem Wissenschaftler aufgehoben als bei irgendwelchen Bauern oder Hirten, die vielleicht irgendwann mal in diese Höhle kommen. Hochinteressant, aber überspring mal ein paar Abschnitte. Haben Sie das Kloster gefunden? Nicht so hastig. Ich habe diese Geheimschrift schon lange nicht mehr gelesen und bin etwas aus der Übung. Sie begaben sich also auf die Suche nach dem Kemballung-Tal. Der hereinbrechende Winter machte es allerdings unmöglich, den Zugang zum Tal zu finden. Denn dazu hätten sie Pässe überwinden müssen, die zu der Zeit unpassierbar waren. Diese Umstände zwangen sie dazu, die Expedition abzubrechen. Nach ihrer Rückkehr versuchte Hayes, Geld für eine besser ausgerüstete Expedition aufzutreiben. Doch niemand wollte ihm die Suche nach dem Kemballung-Tal finanzieren. Man hielt das wohl für ein Hirngespinst. Mein Onkel hat eine Karte mit der vermutlichen Lage des Tals angefertigt. Auf ihr ist auch verzeichnet, wo sie ihre Suche abbrechen mussten. Perfekt. Dann nehmen wir das als Anhaltspunkt für unsere Suche. Aber das klingt doch alles sehr vage. Woher willst du wissen, dass es das Kloster dort wirklich gibt? Hayes und dein Onkel haben es doch auch geglaubt. Und das ist im Moment wohl unsere beste Chance. Eigentlich ist es unsere einzige Chance. Dann haben wir wohl keine andere Wahl. Hörst du das auch? Klingt wie ein Motor. Oh nein, vielleicht wieder ein Flugzeug? Nein, nein, das ist kein Flugzeug. Klingt eher wie... ein Lastwagen. Ein Lieferwagen. Ein LKW. Los, Cam, schnapp dir deine Sachen. Wir ändern unseren Plan etwas ab. Was? Wir folgen dem LKW. Irgendwo muss der ja hinfahren. Nee, tatsächlich. 2 Stunden später. Können wir eine kurze Pause machen? Nein, tut mir leid, wir müssen uns beeilen. Die Spuren werden bald zugeschneit sein. Hältst du noch etwas durch? Habe ich eine Wahl? Ich denke, wir werden bald was finden. Und warum bist du dir da so sicher? Weil ich eine Nase für sowas habe. Was ist das? Sieht aus wie ein Feldlager. Ich wusste gar nicht, dass Tibet eine eigene Armee hat. Das sind keine Tibeter. Erinner dich an den Kampfflieger. Die Deutschen? Was wollen die denn hier? Haben die Tibet angegriffen? Unwahrscheinlich. Ich werde mal schauen, ob ich durchs Fernglas was erkennen kann. Immer diese Deutschen. Warum ging der so gebückt? Verdammt. Keine Ahnung. Was hast du gesehen? Die halten britische Soldaten gefangen. Zumindest konnte ich einen Offizier erkennen. Richard? Nein, Richard war's nicht. Aber vielleicht jemand aus seiner Einheit. Sie müssen auf die Deutschen gestoßen sein und dann... Verdammt. Was willst du jetzt tun? Na, was schon.
Ich muss den Offizier da rausholen. Er kann mir bestimmt sagen, was Richard und den anderen Männern passiert ist. Und wie wollen wir das anstellen? Wir? Vergiss es, Kim. Ich muss zugeben, bis hierher hast du dich tapfer geschlagen, aber das ist zu gefährlich für dich. Halt die Stellung, bis ich zurück bin. Was? Ich soll dabei zuschauen, wie du in ein schwer bewachtes Militärlager eindringst? Sie werden dich erwischen und dann sitze ich hier ganz allein rum. Ich will mir ja erstmal nur einen genauen Überblick über die Situation verschaffen. Dann warten wir bis zum Einbruch der Dunkelheit und überlegen so lange, wie wir vorgehen wollen. Einverstanden? Warum lasse ich mich nur immer wieder von dir breitschlagen? Vielleicht, weil du mich eigentlich für einen tollen Kerl hältst? Träum weiter, Paddock. Die lieben sich. Auf jeden Fall. So, ganz bestimmt. Bis hierher zu kommen war kein Problem. Aber jetzt dürften die Schwierigkeiten langsam anfangen. Aus der Nähe betrachtet sieht das Lager nämlich noch beeindruckender aus. Ich frage mich so langsam wirklich, was die Deutschen hier wohl treiben. Wo willst du denn hin, Werner? Echt, Werner? Ich muss mal kurz dem kleinen Mann die große Welt zeigen. Passt auf, dass ihr beide nicht in eine dieser Gletscherspalten fallt. Da draußen ist alles löchrig wie ein Schweizer Käse. Bin ja nicht blöd. Oh. Nö, nur betrunken. Das mussten die mit dem Hicks auch nochmal deutlich darstellen. Oh ja, auf jeden Fall. Weil die Deutschen ja sowieso nur saufen. Ja, die trinken, also machen bestimmt Oktoberfest. Ja. Zum Glück hat er sich die andere Ecke der Baracke für sein kleines Geschäft ausgesucht. Die Wachsoldaten scheinen da drin jedenfalls eine nette Party zu feiern und nehmen offensichtlich ihre Pflichten gerade nicht ganz so ernst. Naja, mich soll's nicht stören. Das sollte es mir leichter machen, ins Lager zu kommen. Wir müssen bestimmt den LKW anmachen oder irgendwie so, damit vielleicht können wir ihn auch einfach mit Agalikot bewerfen. Schade. Ja. Die Ladefläche ist verschlossen. Der LKW, dem Kim und ich gefolgt sind. Ja, die Ladefläche ist verschlossen. Wie wär's mit? Öffne sie doch. Die Ladefläche ist verschlossen. Okay. Also außer dem LKW, wo irgendwie immer das Gleiche gesagt wird, Baracke? Die Baracke der Wachen. Ja. Die scheinen da drin zu feiern. Gut für mich, wenn sie ihre Pflichten nicht so ernst nehmen. Das erwähntest du bereits. Was? Haben wir noch diese Räucherstäbchen? Ja. Müssen wir die vielleicht ins Fenster werfen oder so, um die rauszulocken? Ich weiß es nicht. Nein, wir können mit dem Fenster nichts machen. Schade. Tor. Ich kann nicht einfach durchs Tor ins Lager marschieren. Warum nicht? Es sind bestimmt nicht alle Soldaten so unaufmerksam wie die Wachen hier draußen. Schade. Okay. Abgebrochenes Schlittenhorn, ein altes Räucherstäbchen. Ah, wir haben immer noch die gefrorene Stange. Okay, damit können wir auch nichts machen. Können wir damit den LKW aufhebeln oder so? Das habe ich nämlich auch erst gedacht, aber ich kann den LKW nicht damit benutzen. Mit der KK übrigens auch nicht. Was haben wir denn noch? Eine zerbrochene Schallplatte. Ach ja, das Propellerblatt. Okay, das hilft uns aber auch nicht weiter. Ja. Dann drück doch mal die Leertaste für dein tolles... Hab ich gerade. Oh, guck mal, neben uns. Löcher im Schnee. Keine Ahnung, woher diese Löcher stammen. Willst du das wirklich wissen? Steck mal einen Finger rein. Nein, Räucherstäbchen. Schade. Oder das Propellerblatt. Nein. Vielleicht können wir auch die Kacke da reinstecken. Nein. Ah, ich werde von einer Fliege attackiert. Oh Gott. ja. Was kann man noch hier machen? Das Tor, die Baracke, das Fenster. Weil der LKW hat ja irgendwie zwei Sachen. Die Ladefläche ist verschlossen. Die Ladefläche ist verschlossen. Der LKW, den ja, Kim... Ja, das hattest du schon gesagt. Ah, das ist eine Kordel. Ah. Okay. Ah, jetzt haben wir eine Kordel. Juhu, ich wollte schon immer mal eine Kordel haben. Kann man bestimmt noch weiter nach rechts gucken. Das ist eine Gletscherspalte. Verstecken. Mann, geht's da lebensgefährlich tief runter. Dann tu doch einfach mal die... Nein, okay. Ja, lass mal schauen, was mitnehmen. Da drauf steht. Schlupp und weg ist Achtung, er. Gletscherspalte. Das war doch logisch. Der sollte doch das Schild mitnehmen. Potzblitz. Zwei Bruchlandungen an einem Tag. Schlechtes Karma.
Zum Glück ist wieder nichts Schlimmes passiert. Naja, einige meiner Ausrüstungsgegenstände sind bei dem Sturz verloren gegangen. Egal. Mal sehen, wie ich hier wieder rauskomme. Weh, die Kacke ist weg. Fenton, kannst du mich hören? Kim? Verdammt, ich hab doch gesagt, du sollst warten. Ja, fall auch noch hinterher. Spiel bitte nicht schon wieder den Helden. So wie es aussieht, wirst du wohl oder übel meine Hilfe brauchen. Na schön, aber pass auf, dass sich niemand sieht. Mach ich, keine Angst. Wie sieht's denn da unten aus? Kommst du irgendwie wieder nach oben? Durch den Tunnel nicht. Ich bin fast 10 Meter nach unten gerutscht. Aber hier sind ein paar Gänge. Vielleicht... Psst, sei mal still. Kim? Der kann sie auch aufmachen ohne Schlüssel. Tja. Ist halt nicht so behäbig wie unser Fenton. Kann ich mal einen Pixel hochklettern? Kim, alles in Ordnung? Ja, die Luft ist wieder rein. Ich schaue mich hier oben mal ein wenig um. Vielleicht finde ich was, das dir da unten hilft. Gut, aber pass auf dich auf. Ja, doch. Bestimmt auf der LKW-Plane. Juhu, okay. Wir können nämlich jetzt zwischen den Charakteren wechseln. Vielleicht kann sie das Schild ja mitnehmen. Da ist hier sein Zweck ja sowieso nicht erfüllt, nehme ich es mal mit. Ja, wir haben ein Baustellenschild. Und ein Holzklotz. Und ein Holzklotz, das ist immer gut. Diese Aufzeichnungen, die Texte so, sind ja, offensichtlich... Achso, ja, bla, bla, Geheimschrift, tralala. So, eine Kiste. Das ist eine Kiste. Schauen wir mal, ob was Brauchbares dabei ist. Juhu, ein Topf. Topf mit Deckel. Ah, Panzertape, wie immer. Und ein Benzinkocher. Aha. Und Zeitung. Ich nehme mal eine Ausgabe mit. Falls ich noch mehr brauche, weiß ich ja, wo ich sie finde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwas kochen müssen. Ja, irgendwas anzünden auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, schmeißen wir das ganze Zeug doch einfach mal zu Fenton runter. Fenton, Kopf einziehen! Du, au! Es ist zu groß und passt nicht durch den Eistunnel. Es würde die einzige Verbindung zu Fenton verstopfen. Okay, also doch nicht. Alles richtig. Geh in Deckung, Fenton! Jetzt kommt was Schweres! Du, au! Und natürlich Klebeband. Ja, natürlich das Klebeband. Ja, Klebeband hilft immer, hallo? Nein, aber zurücktreten, bitte. Fahrkarten, bitte. Ich find's cool, dass ihr jedes Mal einfach was anderes sagt. Hier hast du was zum Lesen. Das braucht er auf jeden Fall. So, auf zu Fenton. So, jetzt haben wir das ganze Zeug. Aber unser Agali-Code ist weg. Und unser Fernglas. Nein. So, Eisbrocken. Ich nehme nur ein paar von den kleineren Eisbrocken mit. Die großen sind mir zu schwer und zu kalt. Aha. Tun wir sie mal in den Topf. Ich leg mal ein paar Eisbrocken in den Topf. Ich weiß noch nicht wofür, aber egal. An den Topf, naja, auf den Benzinkocher? Wenn der Kocher brennen würde, wäre die Idee gar nicht so schlecht. Allerdings will ich den Topf nicht die ganze Zeit mit bloßen Händen übers Feuer halten. Das könnte doch unangenehm warm an den Fingern werden. Andere Sache, erstmal brauchst du ein Feuer, mein Lieber. So, was haben wir denn hier für Wie gut, dass ich da nicht reingefallen bin. Einige meiner Sachen hatten da weniger Glück. Geh doch mal rein und hol die Sachen wieder. Keine Chance. Die Spalte ist so tief, dass ich nicht mal den Boden erkennen kann. Er weigert sich. Schmeiß mal einen Eisbrocken runter. Nach Motto, zum Gucken, wie tief das ist. Okay, nein. Macht er aber. So, okay, Eisbrocken, die Spalte, ja, und jetzt einer der Gänge. Such dir einen aus. 1, 2, 3 oder 4? 1, 2 oder 3? Ich nehme die 4. Alles klar. Na gut, ich werde mal mein Glück versuchen. Vielleicht finde ich ja einen Ausgang. Jetzt kommt er irgendwo wieder raus. Ja. Die Gegend kommt mir irgendwie bekannt vor. Mist, so finde ich hier nie raus. Ohne Orientierungsmöglichkeit verlaufe ich mich hoffnungslos in diesem Wirrwarr von Gängen und Spalten. Ich habe aber einen schwachen Luftzug gespürt.
Irgendwo muss es also eine weitere Öffnung geben, durch die ich vielleicht nach draußen kommen kann. Wir brauchen mit Kim ein Feuerzeug, ganz, ganz, ganz dringend. Das ist irgendwie dieser uralte Trick mit dem Feuerzeug in den Gang rein, um zu gucken, ob ein Luftzug kommt. Und wenn einer kommt, dann... Oh. Wir können mit dem Schild in den Löchern buddeln. Fenton, hier kommt Gelbosch. Was immer diese Löcher hier verursacht, wird das nächste Mal eine Überraschung erleben. Waren das die Löcher, die wir gespürt haben? Was sagt man dazu? Juhu, wir haben eine Zigarre. Ah. Klar, die schmeißen wir jetzt einfach so nach unten. Fenton, heiß! Achtung da unten! Fenton müsste jetzt zurückbrüllen, ich bin doch keine Müllablade. So, dann zünden wir mal. Ich zünd den Kocher mal an. Fahren, genau. Kann ich das denn hier irgendwo hinstellen oder so? Nee, ich glaube, du musst das alles kombinieren im Inventar. Ja, die Idee ist nicht übel, aber ich will den Topf nicht die ganze Zeit. Ja, das könnte unangenehm. Wo wir das drauf. Den Holzklotz vielleicht. Weil da so ein Loch in der Mitte ist. Ah, nee, irgendwie nicht. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen irgendwie so einen Henkel oder sowas basteln. Vielleicht mit der Kordel? Nein, nein. Mit den Zeitungsseiten. Die brennen sicher gut, aber ich zünde sie nicht an, solange ich sie in den Händen halte. Warum? Wir müssen uns bestimmt eine Fackel bauen. Ja, irgendwie sowas habe ich auch gerade gedacht. Gut, mit dem Holzklotz können wir nichts machen. Ah, wir können dann... Gut, ich klebe den Deckel mit dem Dichtungsband fest auf den Topf. Genau. Okay. Vorläufig reicht. Ja. Ja, die Idee ja, ist nur, dass... Ja, magst du mir jetzt auch sagen, warum? Kannst du vielleicht das Schlittenhorn oder sowas kombinieren? Weil das sieht ja aus wie so ein Henkel. Ja, das habe ich nämlich eben auch gedacht. Die Kordel lässt sich prima am Schlittenhorn befestigen. Jetzt haben wir einen Kordel mit Haken. Da können wir bestimmt den Holzklotz oder sowas dranhängen, um dann den Topf dahinstellen, weißt du? Nein, können wir nicht. Die Zeitung vielleicht an die Nun Schnur raucht hängen. Und stinkt es wieder. Juhu! Was? Juhu! Die Zeitung an die Kordel. Nein. Die brennen sicher gut. Ja. Die konntest du mit dem. Das Räucherstäbchen, das brennende, konntest Stäbchen du gerade mit dem. Nur. Die Hitze reicht leider nicht aus, um ein anderes Stäbchen zu entzünden. Mit dem Holzklotz? Okay, nee, dann habe ich das gerade. Waren die anderen Räucherstäbchen? Entschuldigung. Schallplattenscherben. Ja, was wir damit machen sollen, weiß ich irgendwie auch nicht. Also irgendwas fehlt noch, weil wir können nichts mehr im Inventar miteinander kombinieren. Es sei denn, wir können irgendwas hier mit den Eisbrocken. Hier sind große Eisbrocken von der Decke gefallen. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir den Klotz irgendwie hier hinstellen können oder so. Ah, Moment, das ist doch logisch. Hm. Wir haben doch jetzt den Haken an der Schnur, halt den mal in das Loch rein. Okay. Nein. Schade. Gut, gucken wir mal mit Kim. Haben wir hier noch irgendwas? Nur den LKW? Der LKW, dem wir gefolgt sind. Wow. Die Löcher, Fenster. Vielleicht kannst du nochmal das Tor, das Schild auf das Loch legen. Ich bleib besser in der Nähe, Nein. Weil irgendwas müssen wir noch mit dem Schnee machen. Mit dem Schild. Die Wachen werfen ihre glühenden Zigarrenstummel aus dem Fenster und die schmelzen dann diese hässlichen Löcher in den schönen Schnee. Skandalös! In den schönen Schnee! Skandalös, okay. Ja. Eisbrocken. Ja gut, die will er ja nicht mitnehmen, weil wir haben ja schon welche. Ich habe gerade irgendwie keinen Plan. Kannst du vielleicht mit dem glimmenden... geh jetzt nochmal in den Gang rein. Weil dann vielleicht, weil das Ding ja jetzt stinkt. Ach. Okay, ich stell mich mal in die Mitte des Raumes und schau, durch welchen Gang der Rauch abzieht. Ah. Okay. Na bitte, wer sagt's denn? Dieser Durchgang wird mich nach draußen führen. Alles klar. Okay. Das war irgendwie einfacher als erwartet. Kit, was stinkt denn hier so? Das Räucherstäbchen?
Guck mal, ein Taschenmesser. Müll. Hey, ein Taschenmesser. Leider sind die Klingen abgebrochen. Natürlich, sonst hätte man es wohl nicht in den Müll geworfen. Aber immerhin ist der Korkenzieher noch dran. Juhu, also das wenn wir jetzt eine Flasche Wein finden, sind wir versorgt. Bauschutt, Holzreste und anderer Müll. Nichts Brauchbares dabei. Außerdem ist das meiste festgefroren. Ich muss mich direkt unterm Lager befinden. Die Deutschen werfen ihren Müll in diese Höhle. Vielleicht müssen wir die anzünden. Ich lege ein paar Seiten hier oben zwischen die Holzreste. Die Zeitungen brennen und werden hoffentlich auch noch den restlichen Müll in Brand stecken. Mal sehen, ob das die Eisschicht da oben zum Schmelzen bringt. Die obere Müllschicht brennt zwar ganz gemütlich vor sich hin, aber das Feuer will nicht so richtig in Gang kommen. Auf die Art haut das Eis dort oben jedenfalls in 100 Jahren nicht. Ich sollte meinen Plan vielleicht mal überdenken. Vielleicht noch mit den, Okay, einen Versuch ist es wert. Tibet, unterirdische Höhle. Ein Kessel mit Eis wird befeuert. Das Eis schmilzt. Soweit keine Überraschungen zu Beginn des Experiments. Übergang zu Phase 2. Das Schmelzwasser beginnt zu kochen. Achtung! Der Dampf schießt aus dem Loch im Deckel. Und was lernen wir daraus? Wasser verhält sich bei Zuführung von Wärme immer gleich, ob in Tibet oder Ipswich. Juhu! Können wir... Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Der Topf ist ja abgedichtet. Wir müssen da jetzt nochmal Eis reintun, müssen dann den Korkenzieher da drauf drehen, damit der wie sozusagen gut, dicht ist. Versuchen wir es nochmal. Achso. Nein, das sollte es... Ich wollte es abdichten, aber damit der Deckel im Ganzen hochfliegt. Mhm. Ne? Das meinst du, glaube ich. Genau. Im fernen Osten nichts Neues. Ja, ja. Okay, nein, das geht nicht. Es ist noch genug Wasser. Ja. Okay. Alles, was brennen kann, brennt schon munter vor sich hin. Kannst du den Holzklotz da vielleicht noch draufstellen? Ja, das hatte ich nämlich auch überlegt. Nee, auf das Feuer. Ach so. Eher dürfte dieser riesige Klotz das Feuer ersticken, als dass er Feuer fängt. Nein, okay. Ja, aber mit dem Taschenmesser... Mal schauen, ob sich der grobe Klotz bearbeiten lässt. Ah. Schade. Da am Taschenmesser nur noch der Korkenzieher zu gebrauchen ist, konnte ich lediglich den Asteinschluss rausziehen. Juhu, jetzt haben wir einen Korken. Gut, ich habe den Bolzen fest ins Loch im Deckel gesteckt. Okay, dann mal schauen, was jetzt passiert. Du solltest dann nicht so daneben stehen bleiben. Fump. Nicht schlecht. Die praktische Seite der Physik... Ja. Und jetzt? Da komme ich nicht hoch. Hast du eine größere Spalte? Kannst du einen Haken hochwerfen? Die Überreste der Eisschicht liegen vor mir auf dem Boden. Ah, der Weg nach draußen ist frei. Okay. Jetzt gut zielen. Autsch! Juhu, wir haben es geschafft. So, ich würde aber sagen, das war's jetzt erstmal für diese Folge. Und in der nächsten Folge werden wir dann die Gletscherspalte erklimmen. Oh, mit unserem gut, dass wir unsere Bergsteigerausrüstung haben. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.